Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die öffentlich-rechtlichen Sparkassen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Finanzmarktstandortes in Nordrhein-Westfalen. Wir stehen zum öffentlichen Auftakt der Sparkassen. Wir haben insbesondere in den letzten Jahren erfahren, dass sie ein wichtiger Partner sind. Ich nenne die Stichworte Basiskonten und Geldversorgung von Geflüchteten. Wir haben es den Sparkassen zu verdanken, dass Flüchtlinge Zugang zu einem Bankkonto haben, aber auch vielerorts durch die Institute direkt oder über Stiftungen Sport und Kultur gefördert wird. Und das gehört auch dazu, wenn wir hier heute über die Sparkassen sprechen. Wir Grüne haben erfolgreich für die Offenlegung der Vorstandsvergütung gekämpft. Wir glauben, dass die Transparenz dafür sorgt, dass Vertrauen in die Institutionen wächst. Diese Transparenz hat aber auch dazu geführt, und darauf haben die Vorrednerinnen auch völlig zu Recht hingewiesen, dass Disparitäten offenbar wurden. Unabhängig von Faktoren wie Kundenzahl, Mitarbeiter oder Bilanzsumme werden die zuletzt in den 90er Jahren überarbeiteten Verbändeempfehlungen interpretiert. Wir haben hier immer wieder eingefordert, das ist ja auch von Ihnen erwähnt worden, dass wir zeitgemäße Kriterien und Höchstgrenzen bei der Vergütung und bei den Anwartschaften von Sparkassen und Verbänden brauchen. Und wir haben in einem Dialog mit den beiden Verbandspräsidenten, die Fraktionen der Grünen und Sozialdemokraten, unsere Erwartung an eine einheitliche Empfehlung für Kriterien formuliert. Meine Damen und Herren, noch in diesem Frühjahr, März wurde uns gesagt, wird es einheitliche Verbändeempfehlungen vom Westfälischen und Rheinischen Sparkassenverband geben. Wir haben uns heute Morgen rückversichert und haben erfahren, dass diese Änderungen intern bereits abgestimmt sind und durch die Präsidenten kommuniziert worden. Deswegen die aus meiner Sicht zentralen Punkte. Es wird eine regelmäßige Überprüfung der neuen Verbändeempfehlungen geben, alle 5 Jahre, ob diese noch den Marktgegebenheiten entsprechen. Also anders als jetzt. Ich hatte ja erwähnt, die letzte Überarbeitung war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre. Für erstmalig bestellte Vorstände in der ersten Dienstvertragsperiode besteht die Möglichkeit der Reduktion der Dienstbezüge um 10%. Es wird das Kriterium nachhaltige Entwicklung des Instituts in die Beurteilung der Vorstände einfließen. Das ist wichtig für die Vertragsverlängerung und auch für eventuelle Bonuszahlungen. Die Anpassung des Jahresfestgehalts über eine Gleitklausel, zum Beispiel die Bindung an den Preisindex, wird den Instituten möglich. Und es wird eine beitragsorientierte Versorgung als Regelfall und Begründung und Dokumentationspflicht für eine Direktzusage im Einzelfall gelten. Wir begrüßen diesen Schritt, die gemeinsamen Verbändeempfehlungen, ausdrücklich. Wir danken den Sparkassenverbänden für den Dialog. Als Rheinländer darf ich das hier völlig unparteiisch sagen. Ich finde, dass der Rheinische Sparkassenverband mit seinen Verbändeempfehlungen da auch gut vorgelegt hat. Aber es ist jetzt gut, wenn auch Westfalen nachzieht. Wir glauben, dass dieses Vorgehen, dass die Verbände selber aus eigenem Antrieb heraus im Dialog das gemacht haben und intern dann auch so eine Kultur haben, sich selber regelmäßig zu überprüfen. Wir glauben, dass das wirkungsvoll ist und ziehen das aufgrund der Ergebnisse einer gesetzlichen Regelung vor. Und wir hoffen, dass einzelne Auswüchse vor Ort dadurch eingedämmt werden. Wir wollen Transparenz, wir wollen klare Regeln, wir wollen eine Kultur der Selbstkontrolle. Denn wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Institution vertrauen können. Und wir glauben, dass die Verbändeempfehlungen, die im Dialog mit den regierungstragenden Fraktionen zustande gekommen sind, dazu beitragen können. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Für die